Jawohl, Gothic 2 und los. Und wir sind hier, nachdem wir in der letzten Folge den Feuerdrachen Pharaon Schieß mich tot getötet haben. Einen Anführer der Orks, Hoshpak, ein bisschen dem Erdboden gleich gemacht haben und noch ein Schwert gefunden haben. Dachte ich mir aber, bevor wir jetzt dieses ganze Gedöns abgeben, geht's erstmal zu dem Konstantino. Na, wie geht's? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Wir wollen die Heilung. Um ein Extrakt der Heilung herzustellen, brauchst du Heilkräuter und Feldknöterich. Du musst aufpassen, dass du den Extrakt sehr vorsichtig erhitzt. Ja. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Dann brauchen wir Elixier der Heilung. Das Elixier der Heilung herzustellen, erfordert einiges an Erfahrung. Du brauchst Heilwurzeln und Feldknöterich. Sei diesmal beim Erhitzen besonders vorsichtig. Und? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Le Elixier de la Stärke. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden. Sonst erlebst du dein blaues Wunder. Oh yeah. Oh yeah, Leute. Wir haben im Gepäck Kräuter. Die Kräutersammlung des Todes, 5 Drachenwurzeln und Kronstöckel, 8 Stück an der Zahl. Zeig mir deine Ware. Und Konstantino hatte auch nochmal eine. Dankeschön. Das wären 6 Tränke. 6 Tränke der puren Stärke. Also, und so ein Drachenjäger wie wir einer sind, die brauchen natürlich Stärke ohne Ende. Das speziell, genau, Trank der Stärke. Und noch ein. Und noch ein. 3, 4, 5, 6. Und mehr geht nicht. Passt. Und damit schreitet die Overpowerung des Helden auf eine noch nie dagewesene Stufe. Also nochmal 18 Punkte nach oben. Jo, da gönnt er sich. Hau weg den Shit. Nicer. Ja? 159, Konstantino, bester Mann. Zeig mir deine Ware. Was gäb's denn noch? Also wir haben jetzt 6 Drachenwurzeln verbraten. Wir hätten noch reine Lebensenergie. Naja, also ja, nee. Wir können die anderen Tränke noch schnell brauen. Gönn dir Heiltrank. Den besten des Elixier. Ne, die Essenz. Essenz war die besteste, kann das sein? Machen wir 5. Nochmal 5. Nochmal 5. Und vielleicht vom Extrakt auch nochmal 5. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Weil eine Essenz ist ja eigentlich krasser wie... Nein, das Elixier wird es krasser da gewesen. Ja, shit. Shit happens. Elixier. Auch nochmal 5. Nochmal 1. Okay, 5 an der Zahl. Sehr schön. Wahrscheinlich habe ich die ganzen Feldknüderdiche oder so ein bisschen verschwendet. Naja, damit lässt sich jetzt auf jeden Fall mal gut vorankommen. Der Mensch. Er entstand. Natürlich. Jetzt haben wir noch eine Mission. Eine richtig schöne Mission sogar. Denn auf dem Hof des Großbauern, der eine Söldner, der die ganze Zeit am Kiffen war, der gute Mann heißt Da, der hat sich eine orkische Trophäe gewünscht. Und naja,
Ich habe so eine Ahnung, wo sich in Corines Orks rumtreiben könnten, eventuell. Wo sie ungestört hausen, eventuell. Und da schauen wir jetzt mal hin. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher. Mehr wie sicher, dass sich da irgendwo Orks befinden, aber da müssen wir jetzt erstmal hingucken. Vielleicht findet sich hier was. In Jakenda. Nein, wir gehen nicht nach Jakenda. Der Story-Abschnitt ist schon vorbei, erledigt. Wobei wir theoretisch auch die ganzen Banditen im Lager umbringen könnten für die Erfahrung. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Wir kommen auch ohne sinnlose Morde gut voran. Denn hier im Hinterland befindet sich irgendwo diese eine Ork-Patrouille. Habe ich gehört. Es gibt da Augenzeugenberichte. Moment. What the fuck macht hier ein Troll? Ernsthaft? Ja, ist schön. Das ist ein guter Platz für einen Troll, steh auf Held. Sehr nice. Also finde ich, weil man hier schwer umrunden kann, also ist damit der Troll definitiv im Vorteil gewesen. Und irgendwo hier sollen sich Orks rumtreiben. Das habe ich so irgendwie im Gefühl. Oh Gott, da oben gibt es ja sogar Dinge. Ein paar kleine Goblins. Lagerfeuer. Ja, anscheinend gibt es hier dann doch bloß Goblins und keine Orks. Ja, der Schamane ist auch gleich erledigt. Schlitz. Sehr schön. Goblin-Schamane. Ja, hat geile Sachen dabei. Ein Käse und ein Käsemesser. Passt auch. Ich erfreue mich über dieses ganz schöne Zeug hier. Ja genau, da soll sich irgendwo eine Ork-Patrouille rumtreiben. Ja, cool. Oh Gott, ein orgischer Kriegsherr. Oh Gott, er ist mächtig. Und wir haben Level-Up. Läuft. Du Sprockter und... ein Ring. Des orkischen Kriegsherrn. Ja, auch Orks müssen sich schmücken. Und Anführer brauchen natürlich Zeichen, um als Anführer zu gelten. Dann nochmal die ganzen Essenzen wegballern und der letzte Ork. Hier. Bist man ein Zweihänder? Ich bin bereit. Schlitz. Wunderschön. Danke für das ganze Gedöns. Und jetzt hätten wir sogar nochmal Erfahrung bekommen. Also lernen wir. Bisschen Zweihänder vielleicht. Nochmal. Beziehungsweise wir können jetzt dann auch langsam mal uns daher ranmachen, Dinge zu lernen. Bisschen Armbrustschießen oder so. Burg Großbauer 7. Läuft bei uns. Hopp, Teleport. Jawohl, da. Bester Mann, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe die Ork-Trophäe, die du suchst. Was schleppst du mir denn da an? Den Ring eines orkischen Kriegsherrn. Das ist allerdings... Was willst du dafür haben? Ach komm, der ist aufs Haus. Gib mir Geld. Was kannst du mir anbieten? Entweder du nimmst Geld oder dieses Amulett, das ich, nun sagen wir, vor einiger Zeit erworben habe. Es verbessert deine Geschicklichkeit. Hab's selbst schon ausprobiert. Ja, Amulett. Gib mir das Amulett.
Alles klar. Viel Spaß damit. Und jetzt her mit dem Ring. War mir ein Vergnügen. Ein Amulett der Wendigkeit. Ist das jetzt das mit 10? Oder mit 5? Kraft, Inus, Flammen, Lebenskraft, Geisteskraft, Wendigkeit. 10. Yo, brauchen wir für künftige Diebestouren. Also, ja, genau, künftige Diebestouren. Hab da nämlich auch noch mal ein bisschen was vor. Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Ja. Hier ist dein Gold. Sehr nice. Sehr nice. Haben wir Schattenläuferhörner? Könnten wir die auch gleich noch abgeben? Wo hast du das denn schon wieder her? Trophäen, Hörner, Steintafeln. Es sieht nicht Krallen ohne Ende. Das sind Drachensnäppe. Und wir haben keine Drachenläufer getötet in der Zwischenzeit. Schade. Es gäbe auch noch mal ein bisschen Erfahrung. Ja dann. Auf zum besten Lehrer. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Wie viel haben wir 50 trainiert? Das ist ein sehr guter Wert eigentlich. 15 Lernpunkte. Hätten wir noch 3 übrig? Ja, es ist ziemlich nice. Passt. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Ja, voll. Immer. Immer. Und mir nicht passend Corinus. Wollte nochmal zur Hafenstadt. Weil die Overpowerung, sie ist nicht aufzuhalten. Gott, bin ich jetzt echt schon, ja, längere Zeit unterwegs, den Helden zu overpowern. Es gibt noch ein Buch. Ein Buch, das ordentlich, also saftige 5000 Öcken kostet. Das wollen wir auch noch schnell lesen. Was der beste Mann hier, der beste Händler im Gepäck hat, Lutero. Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Dann nehmen wir auch noch ein paar mit. Was du nicht sagst. 3. Und zwar den. 2 Handwaffen, den Doppelblock. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja. Wird sich wahrlich als nützlich erweisen. Der Doppelblock. Wir haben 2 Handwaffen verbessert. 90. Das ist so übertrieben gut. Für euch nochmal, dass ihr das lesen könnt. Der Doppelblock. Das Abloggen und so weiter und so fort. Jo. Werde ich auch später nochmal nachlesen, dass ich genau weiß, was in dem Buch steht. Ist wichtig für die Gothic-Lore. Und jetzt Minental. Minental. Es gibt noch Belohnungen. Belohnungen für das Ermorden von Drachen und Orkanführern und Finden von Schwertern. Sind wir durch die Höhle durch. Jo Leute, und jetzt sind wir wieder hier, wo wir die letzte Folge aufgehört haben. Einmal alles laden lassen. Passt. Sieht gut aus. Und dann klappern wir mal die Leute ab, für die wir freudige Dinge und Kundschaft haben. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Jo. Ich habe was anderes gehört. Cool, noch mehr Geschick. Ich habe so einiges gehört. Aber ich weiß gar nicht, warum er sich so aufhört. Ja, ich meine, sieht gut aus, also
Die Werte überzeugen, sagen wir so. Ding, 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 ding. Parsival, ich glaube, Urik war es. Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Yo, eine Woche gewonnen. Sehr nice. Parsival, gibt's was Neues? Nein? Ein Standarddialog hat der Gute und... Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Sehr gut. Belohnung einkassiert. Gibt's neue Stories über Drachen? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Im Westen also? Im Westen? Ah. Da, wo es auf der Karte weiß ist. Wie kommen wir da am besten hin? Wie kommen wir da am besten hin? Und haben gleichzeitig Biff dabei. Und hoffentlich kommt er jetzt. Genauso wie du sagst. Wenn wir da nach unten rennen, also bei der Biff-Wiederaufgabelungsecke. Nennen wir einfach mal Biff-Wiederaufgabelungsecke. Wir machen erstmal einen Quicksave. Ja, es ist eine Menge passiert bis jetzt. Ich möchte nicht alles nochmal wieder spielen. So. Sprung. Sprung. Gott. Ja, da ist er ja. Der Beef. Guter Mann. Guter Mann. Wer ist jetzt da alles dabei? Also orktastisch. Niemand. Yo, läuft. Also es geht einmal, es gilt einmal die Burg zu umrunden. Gemach, Gemach. Und mal kann man Biff einen Geschwindigkeitstrank geben. Nur Heilung, brauchst oder? Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Ja. Ich werde dir später etwas geben. Vergiss es aber nicht. Niemals, ich doch nicht. Ein Gedächtnis wie ein Elefant. Jo. Da war das wunderschöne Massaker der Snappe. Oben war der Hoshpak. Das ist die Frage, ob wir uns hier irgendwie... Gott, das sind Feldräuber, Leute. Ich denke... Biff... Kommst du da drüber? Jawohl! Wir kommen durch! Schlitz! Und... Ja, nice! Da gibt's noch eine Steintafel. Wo ist sie denn? Lebensenergie. Aquamarin. Und der Biff. Sehr schön. Wunderschön. Auch die wertvollen Trophäen eingesackt und jetzt Dinge. Steintafel. Bin doch ein begabter Leser. So. In vier verschiedenen Sprachen. Lauflieder. Und hier ein bisschen so an den Orks vorbei, so klammheimlich. Ja, es funktioniert. An denen geht's auch vorbei. Sieht gut aus. Ich sehe Probleme. Große Probleme. Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott. Leute, wir suchen uns einen anderen Weg. Jetzt holen wir einen Biff ab. Und dann versuchen wir da ein bisschen durch die Reihen der Orks zu kommen. Biffy, komm mit. Sehr nice. So, schaffen wir die? Ja, kommt drauf an. Also wenn wir die jetzt anlocken, soll es funktionieren. Schlitz? Sehr nice. Grand Biff, ich rette dich. Sehr schön. Auf jeden Fall. Immer diese Mistviecher. Überall. Biff, komm. Komm, yo, yo, yo. So ist gut. So ist gut. Wir wollen in die eisige Region des Todes. Das ganze Gedöns hier. Ah, kleine Heilung ankassieren. So. Biff ist voll. Und er will noch ein Orgenbisschen spielen. Sehr schön. Dezimierte. Ah, noch einer. Was ist denn hier los? Ork will spielen. Ja, dann ist der jetzige Plan, dass wir hier ein bisschen das ganze Gedöns mitnehmen, ein bisschen Dinger plätten. Da gäbe es zum Beispiel nochmal einen Schattenläufer. Den will ich. Und er kämpft gegen ein Ding. Also gegen den Ork. Okay. Schlitz. Wo ist Biff? 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 Ist er tot? Da ist er. Jo, Glück habt, Leute. Riesenglück, ey. Ich hätte ihn ungern verloren. Es gibt wenige Charaktere, die so wichtig sind wie unser bester Biff. Vor allem der seelische Beistand vor ihm. Und diese Hilfe dabei, den Geldbeutel auszudünnen. Oh Gott, nicht er, ich hab... sorry, Biff. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Ja. Uncool. Lass mal, Biff. Hey. Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Die war's, Bestes. Brauchst. Klar. Yo. Rush geheilt? Und mal am besten Quicksave machen, ey. Bremsliches Gebiet hier. Also. Hart am Limit. Das ist halt noch die Frage. Ja gut, das ist keine Frage, den. So, das war's mit dir. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. 3 Schattenläufe. Schöne Beute. Gefällt mir. Das Gedöns hier hinten am Orgwall lassen wir definitiv ein bisschen am Leben. Was sich hier noch so rumtreibt.
Elite-Orks zum Beispiel. Kommt er da hoch? Irgendwie? Der wird jetzt dann schon hochkommen. So, allein hat er keine Chance. Nicht im geringsten. Aber noch Drachensnapper. Ach, sind die süß. Sehr schön, ja gut, der Ork ist weg. Dann bewegen wir uns weiter Richtung Eisregion. Vom Feuer ins Eis und ein riesiges Rudel Scavenger. Ey Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? So viele Viecher. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100 Goldmünzen. Wie, noch mehr Geld? In Ordnung, du bist es wert. Das will ich meinen. Dann also weiter. Ja, immer. Wieso willst du Geld, Biff? Du hattest den Streichelt so. Ich gönn mir mal das ganze Fleisch hier noch. Das wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr gebrauchen werden im Spielverlauf, aber es kann sein. Die Zukunft ist ungewiss. Fleisch ist wichtig. Man kann ja nicht nur von Getränken leben. Wir gucken jetzt am besten hier mal so am Orkring vorbei. Ja, die Orks ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ja, dann werden sie leichtsinnig und vielleicht schaffen wir es dann mit dieser Taktik irgendwie den Orkring noch ein bisschen auszudünnen, ne Biff? Der beste Mann, der macht es. Mit ihm wird jede Gefahr zum Kinderspiel. Dum dum. Jo, noch ein paar Sumpfkräuchchen. Und zur Eisregion wollte ich eigentlich noch kommen, aber ja gut, Leute, macht euch schon mal langsam drauf gefasst. Die Folge neigt sich dem Ende. In der nächsten Folge wird's bitter kalt, also die Berge sieht man schon ein bisschen. Mit ihren schneebespitzten Dächern. Und ihren Eisregionen, ihre Gletscher. Der Biff ist voll, da werden nochmal zwei Drachensnapper. Und zwei. Da, seht ihr? Sogar Biff weiß, dass zwei Drachensnapper kein Problem darstellen. Jetzt hier vorne den hier noch, einen kleinen Warg. Die beiden kleinen Wargs hier. Schmeckt bei den zwei Hände. Zack, zack. So. Sehr schön. Und da vorne zu dieser Bergspitze. Da latschen wir jetzt noch hin. Weil man halt einen schönen Ausblick hat. Ne, Biff, komm. Komm, komm zu Papa. Sehr schön. Hier. Hier, die Eisregion. Die Welt des ewigen Eises. Ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Das ist unser nächstes Ziel. Das Ziel der nächsten Folge. Hier sollen mächtige Gefahren auf uns warten. In der Form von Drachen und Echsenmenschen wahrscheinlich. Ich meine, wir hatten bis jetzt bei jedem Drachen Echsenmenschen. Die sind irgendwie verwandt. Aus ominösen Gründen. Na Leute, haut rein. Man sieht sich.